Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny Röllbein und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ein paar Corki, Symbole, Kronkorken, was auch immer, Buchstaben gefunden. Ich bin jetzt hier wie blöde durch die Gegend gerannt und habe einen gefunden. Drei Hinweise. Die Buchstaben müssen irgendein Wort ergeben. Ja, ach nee. Und ja, bin ja die ganze Zeit durch die Gegend gerannt, habe den zweiten nicht gefunden. Und ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass es dunkel ist und ich keine Taschenlampe oder so einschalten kann, aber mir geht das auf den Nerven. Wir kommen Bock hier noch eine halbe Stunde rumzurennen, deswegen lassen wir das. Au, was zum. Die Viecher sind aus irgendeinem Grund hier aufgetaucht. Im Affenhaus noch mal nachgeguckt, ich habe jede Wand hier abgegrast. Wahrscheinlich finde ich das Teil jetzt, ne? Jetzt, wo ich sage, ich finde hier nichts und so. So läuft das doch ab. Und ja. Weil ich werde mich ein andermal noch auf die Suche begeben. Jedenfalls gehen wir jetzt hier weiter und machen Zeugs. Ja, hier, den finde ich hier nicht. Ich habe keine Ahnung wo. Wir waren noch nicht hier. Wir verstecken Coxing. Ding, ding, ding. Gehen wir mal dahin. Irgendwo war hier noch mal auf dem Weg, ja. Oh, Vorsicht! Ihr seid nicht böse, oder? Zum Lebst du noch? Zum Teufel? Warum? Hey, ihr seid doch voll gestört, ey. Jetzt weiß ich, der Bad quält, könnt ihr mal ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen. Das wird den Kanal sehr weiterhelfen und so weiter und so fort. Langsam wünsche ich mir echt, es wäre wieder hell, weil ich kann die Dunkelheit hier nicht mehr sehen. Mir ist das zu dunkel. So, ihr wäre ein sicherer. So, nee. So, ein paar Messer weg. Habe da nichts zwischen den Zähnen. Ich brauche keinen Zahnstocher. So, hier waren wir noch nicht. Ist das hier mit diesem Berg hier? Heißt doch so, ne? In Dyrrock Gulch. Oh Gott. Raus. Schließt sich auf. Ja. Heilun. Wow. Jetzt Heilun. Ja, aber natürlich. Howdy, Sheriff. Anscheinend gibt es hier im Gulch ein paar lästige Schädlinge, die eine Abreibung brauchen. Nee, da rot vor die Action. Ich glaube, ich könnte hier für ein bisschen Recht und Ordnung sorgen. Du hast einen neuen Deputy. Die Tür zu Mac Mulligans Mine ist verschlossen. In einem Tresor beim Theater befindet sich noch ein Ersatzschlüssel. Aber wer hätte es gedacht? Ich habe doch glatt die Kombination vergessen. Du musst mit meinen Kollegen sprechen. Doc Phosphate, One-Eyed Ike und Gideon Kid. Zeig ihnen, dass du es mit den Gesetzlosen aufnehmen kannst. Dann geben sie dir ihren Teil der Kombination. Viel Glück, kleines Kälbchen. Und vergiss nicht deine kostenlose Deputy-Uniform von Nuka Cola. Okay. Gib mal her. Perfekt. Wahrscheinlich, jetzt kann ich meine Dingens nicht. Warte mal. Ich lass mal meine Power Armor hier. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber versuchen wir mal. Kann ich überhaupt noch speichern? Habe ich wieder Plätze frei? Speichern mal. Ne, warte mal, wenn die Aufnahme nicht funktioniert, dann. Kann ich speichern? Habe ich wieder was frei? Gut. Dann speichere ich hier und lass mal eine Power Armor hier.
ob ich hier im Western meine Western Klamotten anziehen kann. Boah. Oh, geil. Meine Brille will ich auch noch. Da sehe ich aus wie ein echter Sheriff. Ausgezeichnet. So. Warte mal, den Fusionskern nehme ich mal raus. So. Wir haben ja wohl niemand klauen. Das kann ich auch wenigstens Licht anmachen, ey. So, warte mal. Den Revolver hält. Ich keine Magnum oder so was habe. 44 auf ich hole. Nein, ich Magnum gibt es ja eher nicht. Aber wie viele sind hier? Zwei. Schneckenkorks sind Direct Gold. Angegangen Direct Gold. Irgendwo da drin, auf jeden Fall. So, ich muss drei. Lieder für der. Ei, ei. Was? Was? Piraten, Cowboys, gleiche. Ja, da rein. Den Schlüssel nicht. Was? Kann doch nicht sein, ey. Der Deputy möchte rein. Wäre natürlich jetzt gut, wenn ich irgendwie ihr Dinges finden würde, irgendwo. Warte, wo kommt denn? Die Stunde hat geschlagen. Mach ich einen auf McCree. Das Overwatch. Wer meine Power haben muss, gleich weg. Ah, macht Wort. Ich muss mich umschauen. Der zukünftige Sheriff, ja. Muss nachgucken. Hallo. Also, boah, ich dachte, da wäre die Dings gewesen. Zeitschrift. Die haben mir bis jetzt hier alle irgendwie den Schaden erhöht, also. So ich ein paar davon geben können. Und ein paar mehr raushauen, meine ich. So. So. Irgendwo hier war jetzt ein Marker gerade und der ist jetzt verschwunden. Da muss irgendwie so ein Korkeding sein. Was ist mit dir passiert? Ein Starkern. Sie auch noch ein paar haben. Und geht ja Border Cup. Ich habe schon genug davon. Zu Hause. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt so betont habe. So. Blöde Viecher, ey. Warum sind immer irgendwelche Insekten oder Krabbelzeug sein? So. Zaino. Vor allem funktioniert auch so ein bisschen. Und der Ultimate von McCree muss man einfach nur, nicht Gegner anvisieren. In ein paar Sekunden schießt er an. Haut dann alles mit einem Schlag weg. Meistens schwäche an jedenfalls. So, ich sollte mal wieder Overwatch spielen. Für unser Heckenlabyrinth sind im Safari Adventure Park $35 eine Milch. Das ist Malzgeschmack mit Biss. Das Freundschaft wird in Dry Rock ganz groß geschrieben. Daher möchte ich, dass du dich um die Bar kümmerst. Du musst drei Getränkebestellungen ausliefern. Eine im Obergeschoss, die anderen beiden in der Stadt. Bist du dabei?
Die Bewohner von Dry Rock Gulch haben noch nie einen so freundlichen Barkeeper erlebt. Darauf gebe ich dir mein Wort. Danke für deine Hilfe. Die Lieferungen gehen an Prospector Owen im Obergeschoss und an Miss Trixie und Handy Hank in der Stadt. Miss Trixie, okay. War ich die Große und Mächtige, oder? Halt mal. Nuka-Cola, was? Oh, das ist noch eine. Ah. So, okay. Ne. Bitteschön. Ach, der Typ. Für die 5 Uhr Vorstellung sind Tickets noch in begrenzter Stückzahl erhältlich. Was ist das? Schießt in den Kopf. Die Stunde hat geschlagen. Puff, 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 puff. Oh, ich hab schon wieder. Puff. Genau so sieht das aus. Das Vieh. Alter, bleibst du hier? Alter, boah, es ist halt viel abgehauen, ey. Ich komme irgendwie nicht voran in dieser Mission, habe ich das Gefühl. Versteck dich, solange du noch kannst. Du bist sowas von am Arsch. So verfickte, feindliche Scheiße. Mein Gott. Stell dich mal nicht so an. Ey. Ich habe doch nur pure konzentrierte Energie auf dich geschossen. Mach ich die Mission überhaupt an? Boah. Wunder, warum ich hier nicht vorankomme. Ey. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh, dann nehmen wir einen Eimer. Ey. Das wär's. Und hier kann niemand seinen Scheiß verstecken, was? Nein. Du bist also der neue Deputy, was? Ich bin noch nicht beeindruckt. Mal sehen, wie du dich in einem altmodischen Schießduell bewährst. Die Regeln sind einfach. Wir gehen beide auf die Straße. Ich zähle bis 3 und sage dann... Wer den anderen zuerst trifft, hat gewonnen. Halt deinen Hut fest, One-Eyed Ike. Denn jetzt erlebst du den schnellsten Schützen des Westens. Mal sehen, ob du so schnell schießt, wie du redest, Partner. Hey, für ein Duell musst du natürlich auch richtig ausgerüstet sein. Hier, nimm meine Zweigpistole. Na gut, du Revolverheld. Tragen wir's. Okay. Hey, cool. Auf der Straße aus. Hey, Boss, kann ich dich was fragen? Nicht jetzt, ich bin gerade hier voll im Duell. Okay, dann komm her. Ich zähle bis 3, dann ziehen wir. 1, 2, 3, 4. Echt gut geschossen, Partner. Das hast du dir verdient. Warte. Munition für den Revolver.
stelle mir einfach nur so vor, wie der irgendwie Kindern irgendwie so einen echten Revolver in die Hand drückt. Ja. Das muss die große und mächtige Trixie sein. Aber sie hat den Kleid an. Warte, gleich kann man reden. Ich will erstmal hier alles machen, okay? So. Ich habe alle Getränke ausgeliefert. 3 Stück sollte ich ausliefern. Trixie und Hank haben mir vom kalifornischen Goldrausch erzählt. Unterhaltsam und lehrreich. Na, das hört man doch gern. Gut gemacht, Partner. Hier ist mein Teil. Da fehlt doch noch einer. Kombination. Und hey, nimm doch noch ein paar Flaschen Nuka Cola Wild. Ja, na klar. Mit Empfehlung von Nuka Cola. Boah. Ja, okay, was noch? Ach, hier, Dingens. Giddy-up, Kid, genau. Der neue Deputy. Du musst mir helfen. Meine Giddy-up-Butter-Kapferde ist aus dem Vers entlaufen. Nein. Du musst sie finden und zurückbringen. Also, da Giddy-up-Butter-Cups dem Geschmack von Nuka-Cola nicht widerstehen können, solltest du an allen Erfrischungsständen nachschauen. Was meinst du, Deputy? Kannst du einem ehrlichen Pferdehändler helfen? Ich soll ein paar Pferde zusammentreiben, Cowboy. Bin vor Sonnenuntergang zurück. Dann boah. Nicht vergessen, schau an den Nuka-Cola-Erfrischungsständen nach. Da laufen die normalerweise hin. Okay, ah, okay. Ja, eins habe ich auch mal gefunden. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das nochmal war. Hallo, Ma. Ich denke mal, das hat Dinge mehr. Geil, so ein Revolver. Man möchte eine unikate Version haben. Jetzt wisst ihr aber noch mal, so ein Dingen war. Ich habe einen schon gesehen. Halt. So. Da verschwindet der Marker. Er ist irgendwo da, muss das blöde Ding sein. Mein Gott, wo ist das Teil? Also Kronkorken, ja, der Korki-Typ. Soll irgendwo hier sein. Warte mal, warte nicht hier irgendwo. Alter, das macht mich. Boah, ich krieg voll die Gänsehaut, wenn ich das sehe, wie sich das Teil so bewegt. So. Da rein, du Ross. Nur mal da. Gut gemacht, Cowboy. Wenn ich mal wieder jemanden brauche, um die Broncos zu zähmen, melde ich mich bei dir. Hier ist mein Teil der Tresorkombination. Viel Glück in Mac Mulligans Mine. Machen wir jetzt meine Quest hier fertig. Okay, ausgezeichnet. Jetzt kommen wir da rein. Oh. Als anderen Ort. Was ist denn dir passiert? Wenn ihr noch, ah, muss ich sogar rein. Wenn ihr noch. Der Job hier ist echt beschissen. Caleb hat
Hat den Weg gefunden, uns mit seinem lächerlichen Method-Acting zu quälen. Erst war es die Sauferei, die zugegebenermaßen am Anfang ganz lustig war. Aber jetzt weigert er sich zu duschen und beglückt uns mit dem widerlichsten Gestank der Menschheitsgeschichte. Was soll das? Der Kerl spielt einen Säufer in einer Wild-West-Show für Kinder. Wir sind ja nicht in Hollywood. Ja, nächster Teil. Das Ding vom Stinker. Okay. Boah. Finde ich gut, das Gebiet hier. Ich wollte schon immer ein Cowboy sein. Oder ein Astronaut. Oder ein Pirat. Geh jetzt verdammt nochmal auf. Das Gage beeindrucken. Okay, das hat voll gefallen. Ausgezeichnet. Sunrise, und da ist noch so eine Rolle. Hier ist noch was. Nee, das schließe ich auch. Boah. Boah. Ich dachte. Kommt schon wieder was. Ich meine, deine Rüstung ist ja voll im Eimer. Noch ein Rezept. Ja. Nuka Extreme Rezept. Sehr gut. BKJ, Motherfucker. Ach, da hinten, da hätte ich da unten hingehen können, oder? So. Ab in die Mühle. Ab in die Mühle. Ich glaube, da richtig, oder? So richtig blöden Dinger. Ein andermal. Ich sag, Gefühl. Also drei, muss noch fünf. Ne, warte mal, wie viel muss ich noch mal? Keine Ahnung. Ja, lass mich in Ruhe, ich will da rein. Mad Mulligans Mine. Warum ist denn der so mad? Hat er nicht genug Nuka-Cola getrunken oder wie? Das muss es sein. Ja, ne? Voll schockiert. Nicht die Quelle der Blut, oder was? Er klingt aber nicht nach einer Aufgabe von einem Sheriff. Oder Deputy, meine ich. Ich muss doch noch in der Rolle hier bleiben. Hallo? Weil direkt eine einzigartige Version davon. Cool. Den Effekt habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, aber hallo. Okay. Boah, ich habe so viele Sachen schon. Viele Sachen, die ich hier schon habe, ne? Muss ich mal irgendwann hinsetzen und gucken, was jede von diesen macht. Das ist nicht so, dass diese verdammten Raider im Park übernehmen. Da kann ich es am besten zu verteidigen. Dort werden wir in Stellung gehen. Hat wunderbar funktioniert. Hallo. Okay, noch ein Hinweis.
Endlich mal Fortschritt. Was zum Teufel? Oh Gott. So ein bisschen ekelhaft. Oh Gott, guck dir das mal an. Können diese riesigen Dinger irgendwie da reingekommen sein? Ja, drin ein Nickerchen gemacht oder was? Warte, da kommt noch jemand. Jetzt gehen wir raus. Aber nicht so abgesprochen. Ja, jetzt gehen wir raus. Nur so war dabei. Und hier kam ich. Und gerade, ich muss ja jeden einzelnen Blutwurm wieder erledigen, so wie in Dingens hier, wo ich hier Toastkralle kaputt hauen musste. Spoiler. Minecart Coaster. Hi, was willst du denn? Was? Was? Boah, schon wieder. Oder jetzt auch, ne? Ja. Er ist auch voll gestört. Vorher bewegst du oder boah. Was zum? Das war eine verstörende Party hier. Ja, wo die Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ja, viel besser aus der Teil. Die Gänsehaut, wenn ich das sehe. Ja, natürlich kommt das jetzt wieder. Gar nicht fünffache Erfahrungspunkte, was ändert. Hört. Jetzt sag ich schon wieder voll hier am Überziehen, aber was soll's. Ha! Schneller als mein Schatten war ich hier gerade. Und da ist an der Küste wieder angegriffen. Das interessiert mich sowas von nicht. Ich sehe mich gar nicht mehr die Aufzeichnungen von denen. Oh, hallo. Auch mal Zeit, dass wir wieder so ein Teil finden. Ja, ich wasche hier ein bisschen durch, aber ich so, als wenn wir irgendwas Wichtiges hier finden, oder? Mit dem muss ich auch noch reden. Ja, für die Punkte, die ich jetzt hier sammle, also Punkte hier, was ich hier mache, werden noch drauf gerechnet. Wenn jetzt nicht, weiß ich nicht, verschwendet. Aber ich werde ja immer irgendwelche Sachen finden zum Öffnen, deswegen kein Problem. Ist ja abgeschlossen, bitte sag jetzt abgeschlossen. Leck mich am. Irgendwo da war ich noch nicht, glaube ich. Dann gehen wir hier lang. Oder auch nicht. Okay, dann bin ich fertig. War drüber gescheatet. Gut. Dann gehe ich jetzt noch schnell hier
Mission abgeben. Das war hoffentlich fertig. Also ich muss nur die ganzen restlichen Viecher erledigen. Das kann ich auch auf Screen machen. So, glaube ich, bei Zito auch gemacht. Gar nichts so gesagt im Part danach. Aber warte jetzt. Und meine Power Armor lege ich auch wieder ab. Achtung, eine Durchsage. Ich mache ja auf Screen nichts mehr hier in Fallout. Das ist ein Problem. So, wo ist der Typ? Ich sehe ja hinten. Boah. So, Sheriff, ich hab's erledigt. Oh ja, die sind alle aus anderen Leuten rausgekrabbelt. Du hast nicht zu viel versprochen, Sheriff. Das war lustiger, als im Heu rumzutoben. Wunderbar. Teil das bitte auf der Nuka-Cola Corporation mit, wenn du den Umfragebogen per Post erhältst. Hier, what? Nimm ein paar Kronkorken als Souvenir. Mit Empfehlung des Nuka-Cola Hausmeisterdienstes. Du und deine Freunde, ihr seid in Dry Rock Gulch jederzeit. Ja, die Leute, die ich hier hinschicke, ne? Gut, also war ja auffällig. Weiß man nicht, wo die letzten Dinger wieder sind, aber ist auch egal, die werde ich schon irgendwie finden. Ist der Wesens abgeschlossen? Nö, okay, geil. Dann weiß ich nicht. Muss jetzt sowieso noch alles erledigen anscheinend. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis hoffentlich zur nächsten Folge.